Hallo zusammen, es geht weiter mit Horizon Forbidden West. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. So, ich bin jetzt hier bei, ich glaube, Laren oder Laren heißt der Kerl. Für den soll ich ja eine bestimmte Maschinenart erledigen. Jägerin, du bist zurück. Wie heißt er? Laren, ja. Für den soll ich ja eine bestimmte Maschinenart erledigen. Muss ich doch noch mit ihm reden? Nö. Aloy, hast du schon diese Bauteile für mich? Ich arbeite dran. Gut. Ich kann mit ihm handeln. Lochner Draht, gewöhnlich. Was bringt mir das, wenn ich mit ihm handle? Wahrscheinlich nur Scherben, oder? Komm. Du willst nichts kaufen? Kein Problem. Er hat ja sonst nichts für mich. Ich hoffe, dass wenn ich ihm seine Teile besorge und er den ersten Preis für die beste Ausrüstung bekommt, soll er ja mit Scherben bezahlt werden von seinem Chef. Wo ist das denn? Was kennen? Boah, muss ich hier solche Maschinen gleich kämpfen? Ich glaube, dann habe ich Spaß. Ja, er soll ja von seinem Chef dafür bezahlt werden. Mit Scherben. Wie gesagt, Gold und Geld gibt es hier nicht. Es wird ja alles mit Scherben bezahlt. Ich sehe die Währung. Oh oh, was ist das für eine Erbse hier? Schnell duckern. Ich muss scannen. Ja, wieso kann ich das nicht scannen? Bei dieser Maschine schwach gegen. Oh, das habe ich gar nicht zum Schießen, ne? Stark gegen Feuer, Notizbuch. So, was haben wir denn da? Eine gleitende Maschine, die Bedrohung leicht aufschwimmt, folgt, egal ob am Boden oder Luft. Sie ist schnell, wendig und kann mit ihrem scharfen Schweif und ihren Flügelspitzen zuschlagen. Überbrücken kann ich es nicht. Macht Frostschaden und Feuerschaden. Aber Frost. Boah. Frost habe ich ja hier nur die. Nur die Kügelchen und dazu muss ich ja Nahkampfangriff starten. Boah, hier sind Todes. Ach, ich muss hier raus. Das kommt noch erschreckend hinzu, dass hier überall dieses rote. Ja. Diese Pest im Prinzip ist. Oh oh. Die nächsten Erbsen sind da, ist das gleiche. Jetzt ist die Frage, wen muss ich als erstes davon erleben, diese Sprungschläger? Oh Mann, oh. Ich glaube, ich muss ihn aus der Luft holen, oder? Sonst habe ich ein Problem, der scannt ja alles. Aber sein Kumpel. Die Maschine stürzt sich auf mich, wenn ich nicht aufpasse. Ja, wollte ich gerade sagen, habe ich ein Problem. So, die Erbsen ist erstmal erledigt. Gut. Ey! Ach, das hilft gar nicht. Was ist das denn? Kritischer Schlag hilft nicht, warum nicht? Was ist hier los? Ist sie so stark, die Maschinen? Alter! Das ist ein Mistviech. Und sein Kumpel kommt auch noch. Super. Ich glaube, das. Oh oh, ist eigentlich noch ein Gebüsch hier. Ich muss mich kurz. Oh, hier darf ich gar nicht rein. Hier könnte ich mich so schön verstecken. Bringt nichts. Wir leben denn hier vorne?
kann ich denn hinschießen? An Hintern, ne? Und das war ein Fernschuss. Der kommt nicht mal an. Aber er erkennt mich natürlich, ist klar. Bin tot, glaube ich. Also diese Munition hebt er auch nicht. Ich hatte gehofft, dass die Munition sehr durchdringend ist und hilft. Aber scheinbar kann ich das hier nur mit List und Tücke machen. Und der Schaden war gut. Aber ich glaube, wenn ich jetzt rangehe, es wird auch nichts. Ich muss die wahrscheinlich erstmal alle ein bisschen runter. Ein bisschen runter. Ein bisschen XP klauen. Ich höre doch schon wieder hier einen Ruf. Ah ja, über mir. Da habe ich noch die Sonne im Gesicht. Gut, dass hier so viel Gemüse liegt. Ist das ein Kackviech? Aber richtig scopen kann ich auch nicht. Aber sind die Mistviecher einfach zu stark. Hab dich. Aber ich kann nichts herstellen, Suppi. Das heißt, ich kann damit noch einen malen. Das Viech ist kaputt. Ich sehe ja schon. Ich sehe aber schon die nächsten Erbsenkörper da kommen. Schnell heil, der Leute. Komm, Schnucki. Ich ahne schon wieder Böses hier. Oh. Ich glaube, sobald er mich packt, habe ich verkackt, oder? So richtig aus der Luft gehen? Auch nicht gut. Oh, er raucht. Maschinen runtergeschossen werden, Gott. Der Klassiker ist ja. Jetzt habe ich den Belter. Getroffen. Hey! Hey, Leute! Wo rennst du denn hin? Wo rennst du denn hin, Mann? Schätzchen. Ich habe euch auch einen Hintern geschossen, den Knaller. Was sind das für blöde Maschinen? Habe ich das auch? Ich möchte auch mal das gelbe Ding da. Ach, Mist. Ja. Oh oh. Wie doof. Ey! Du Erbsenkopf. Das heißt, ich kann hier. Ich muss immer wegspawnen. Weil diese Bomben, die er schmeißt, sind nicht gut. Und ich muss noch bis da hinten hin. Toll. Das heißt, die sind hier nur Zwischenstationen, diese Mistviecher. Jetzt habe ich mir noch aber einen verpasst hier. Mann! Aber er verpasst mir auch gerade die ganze Zeit einen. Wie viel AP hat er denn? Hüpf wie ein Känguru. Ein Fortschritt. Ja, Fortschritt, Supi, 55. Der andere geht mir gerade schwer auf den Sender hier. Der andere Erbsenkopf hier. Ich dachte, ich hätte gerade seinen Tank getroffen. Ey! Sag mal! Schwester, komm! Weg hier, weg hier! Ey, ist das gemein, die Viecher. Die sind ja richtig gemein. Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen Land gewinnen. Und eine neue Taktik zurechtlegen. Also, sie hat ja gesagt, Feuer hilft nichts. Dann kann ich ja hier nur die Sniper-Pfeile nehmen. Ich glaube, die waren ein bisschen stärker. Also die Sniper-Pfeile sind deutlich besser hier. Oh, das rote Zeug darf ich ja nicht rein. Mist. Das macht ihr sofort. Seid ihr ruhig. Das heißt, ich brauche dringend die Rüstung, die der Kerl mir versprochen hat. Ganz dringend.
Bier einsammeln. Lol, komm. Wo sind die Viecher jetzt hin? Da oben chillt noch einer. Schrotthaufen, den kann ich noch uploaden. Schrotthaufen, Gott, nehmen wir auch noch mit. Ist aber nicht das drin, was ich haben möchte. Weil ich ja noch 500 Schritte muss. Aha. Und wo ich dringend zusehen muss, ist. Dass ich mehr oder besseren Heal noch tragen kann. Damit kann ich meinen Bottle auffüllen. Jo, sehr gut. Und, komm schon. Also habe ich zwei von dem. Hier, das rote Zeug soll. Darf ich nicht so gut. Ist nicht so gut, wenn ich das mache. Kann ich mich denn hier in dem roten Zeug jetzt verstecken? Was ist das für ein. Ist das wieder was an? Ist wieder ein Himmelsgleiter. Oh, wie gibt es davon denn hier von der Sorte? Hier ist ein Bühler, oder? Sniper-Pfeile sind ganz gut, muss ich sagen. Jetzt ist er natürlich wieder im roten Zeug hier gelandet. Supi. Für mich natürlich auch nicht gut, wenn ich hier dran looten muss. Jetzt ist die Frage, macht das Sinn, die alle zu beseitigen? Ich glaube es nicht. Bühlsaft nehmen. Oh, raus hier. Komm, Eloy. Ich glaube, es ist bald besser, wenn ich mein... Kackerbsen gehen mir gerade schon wieder auf den Sender, aber da vorne sind wieder neue. Ist nur ein popliger Gräber, immerhin. Steine. Keine Steine. Ich brauche Heal, brauche ich dringend. Jetzt ist die Frage, macht das Sinn, die alle zu erledigen hier? Auf jeden Fall bringt es XP nicht ganz so viel, wie ich erhofft hatte. Der ist so weit weg, der tangiert mich. Sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Notizbuch? Oh, habe ich schon angeguckt, deshalb. Sie scheinen zu verstehen, dass ihre Kompagnone oder Kompagnons oder Mitmaschinen von mir gerade vernichtet worden sind. Das jetzt hier? Den Strauch komme ich nicht, ja. Auch nicht. Oh Gott. Gut, dann sehe ich mal zu. Vorne wäre noch ein Lagerfeuer. Das vielleicht noch einmal speichere, bevor ich mich an die Gräber wage, aber das wird das Lagerfeuer sein, von dem ich gekommen bin, glaube ich. So, und dann muss ich ganz dringend Wildtiere noch erledigen. Dass ich meine Beutel verbessern kann. Oh, da sind auch so riesige Maschinen wieder. Die sehen mich auch schon wieder. Ja, von der Krähe kriege ich ganz so viel. Was ist das denn? Ich nehme mal an, das sind die Maschinen. Rebellensoldaten. Ach, einen Rebellensoldat gibt es da auch noch. Den freundlichen Rebellensoldat haben wir auch noch am Start. So, komm. Dann sehen wir doch die Sniper-Mon hier. Tenak-Rebellen, sie haben es auf die Osseram abgesehen. Das kann ich nicht wegsnipern? Darf ich den denn töten? Das ist ein Osran, dem muss ich helfen, Gott. Wir haben uns Stein aufgesammelt. Diese Steine. Hallo,
Lamba, komm her, ich möchte mich bedanken. Kannst du gleich. Erstmal den armen Rebellensoldaten hier. Die Soldaten durchsuchen, dann gehe ich gleich ans Lagerfeuer. Dann darfst du dich ja gleich bedanken bei mir. Jetzt loote ich noch schnell die Maschine ab. Rebellenstürmer. Feuer. Heal. Bedankt du dich mal, das speichere ich erstmal kurz. So. Das heißt, falls ich sterben sollte, kann ich dann hier wenigstens weitermachen. So. Wer will sich bedanken? Du hier? Wer will sich denn bedanken? Einer will sich doch bedanken. Er hier? Sie hier. Jelda. Wenn das nicht die Heldin des Tages ist. Wie gut, dass du vorbeigekommen bist. Seid ihr Stöberer? Wir arbeiten schon länger im Niemandsland. Ich wollte eigentlich wieder in Fahrlicht sein, wenn sie die Tore öffnen. Du weißt schon, nach dieser Gesandtschaft. Aber da wir gerade fast Hackfleisch geworden wären, lief es da wohl nicht so gut. Das könnte man so sagen. Das Niemandsland war ja noch nie wirklich sicher. Aber ein Tenakt-Angriff auf neutralem Gebiet hätte ich nicht erwartet. Und sie reiten jetzt Maschinen. Wenn ihr nach Fahrlicht wolltet, was hielt euch hier auf? Wir sind auf ein paar Ruinen gestoßen. Dachte, wir sehen mal nach, was da drin ist. Ruinen ist für mich wichtig. Aber alles voller seltsamer roter Kristalle. Da kommt man nicht durch. Also schlugen wir hier ein Lager auf. Aber morgen früh brechen wir sofort nach Fahrlicht auf. Ich sollte wohl unsere Leute in Zackentiefe über das hier informieren. Zackentiefe? Eine Ausgrabungsstätte beim großen See im Süden. Mit viel Schrott aus der alten Welt. Nicht zu verfehlen. Das war mein Stichwort. Hier. Danke für die Unterstützung. Vielleicht hilfst du mir ja irgendwann nochmal aus der Klemme. Sowas hat... Hoffentlich nicht. Ist schade, dass nicht nie angezeigt wird, was ich bekommen habe. Ach, Rauchbombe habe ich gekriegt. Gut. Ja, ist aber gut zu wissen jetzt hier, dass es hier Ruinen... Ruine der alten Welt. Mit dem roten Stein. Was wohl im Inneren ist. Mit dem roten Immer gut, einen Vorrat zu haben. So, komm, dann gehe ich hier nochmal rein. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Rätsel wie in der letzten Ruine. Muss ich wahrscheinlich mich irgendwie... Okay, mal sehen, was wir hier finden können. So, auf die Bude, komm! Oh, da muss Aloy aber reißen, wie verrückt. So, da haben wir eine Kiste. Wo kann ich den hinschieben? Kann ich da reinkriechen? Guck mal, ob ich da rein. Ah, ne, der kommt. Doch, kommt der Leute, er kommt hier nicht hoch. Wahrscheinlich muss ich. Kann ich da wohl? Ja, müsste ich da eigentlich können. Ne. In der Pose kann Aloy das nicht ziehen, ne? Ah ne, das kriegst du jetzt so. Oh Gott. Ich hätte jetzt gedacht. Geht's hier runter? Zack. Die Frage, wozu draußen der eine Qualer noch war. Und dieses rote Zeug, das... An der Wand wachsen rote Kristalle. Ja, wie kann... Ich glaube, da kann ich im Moment nichts machen. Ist da oben? Kann ich da wohl irgendwie hochjuckeln? Ja, da kommt sie nicht hoch. Aber ich kann ja schlecht hier die Kiste hier durchziehen, oder? Das ist doch auch Quark. Tja, solange ich nicht an den roten Kristallen vorbeikomme, kann ich nicht viel tun. Ich gehe erst mal weiter. Schade. Gut, ich hätte gehofft, dass ich in der alten Ruine noch irgendwas finde, was für mich von Wert ist. Oh, da sind schon wieder diese Mistviecher. Hierfür gibt es etwas Besseres als Feuer. Brutal markieren, Abnehmer. Wird zerstört, wenn getötet. Angriff entfernen, wird zerstört, wenn getötet. Also muss ich das immer abschießen. Das hatte ich ja schon geguckt. Abnehmer, wertvoll Rohstoff. So. Ist unzerstörbar, die
Der Booster ist unzerstörbar. Wird aber als Schwachstelle ausgewiesen. Interessant. So, das heißt, ich muss dem Viech den Hintern sozusagen abschießen. Das heißt, ich muss jetzt hier meinen Sniperbogen nehmen. Oh, nur ein Teil abgeschossen. Mist. Hat er wohl gemerkt, von wo der Hit kam? Er scoutet noch. Der hat zwei Hintern, habe ich gar nicht gesehen. Ein Schild nochmal, mein Freund. Ach, das treffe ich jetzt wieder nicht. Fliegen kann er trotzdem noch, aber wenn ich mir den Hintern abschieße, kann ich mir die Stachel auch abschießen. Diese komischen Seitenteile hier. Da kommt sein Kumpel, der scannt mich auf jeden Fall. Ich würde ihm gerne das Hinterteil abschießen. Der Sniperbogen ist nicht schlecht, den muss ich dringend bei Gelegenheit mal aufrüsten, glaube ich so. Den Sniperbogen. Sieht er mich? Ich versuche mal die Hintern abzuschießen. Also. Ach, seinen Schwanz von ihm nicht abschießen, den Knaller? Warum nicht? Ist jetzt zu weit gewesen. Das war ein Bauchplatscher. Aber sein nächster Kumpel ist da schon. Ich glaube, da habe ich jetzt keine Chance, wenn ich dahin pushe. Ich glaube, ich muss ein bisschen schleichen. Und ihm den Hintern wegschießen. Das sind Wühler, oder? Ne, Sprungschläger sind das. Das ist wieder ein Himmelsgleiter. Jetzt habe ich natürlich nicht. Oh. Ich versuche mal. Können sich scheinbar hier irgendwie verständigen, würde ich sagen, die Viechers. Den Eindruck habe ich. Ich dachte, ich hätte ihn da an den Hintern ge... Ohne Munition kann ich nicht. Ich dachte, ich hätte den erwischt, den Knallerbsen kommen. Hat der mich jetzt gesehen, ja? Den habe ich jetzt einmal in den Hintern weggeschossen. Das heißt, der kann mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr... Aber doch, kann er doch. Gefährlich, gefährlich. Muss, aber ganz schnell weg hier. Muss ja los hier. Ganz dringend. Es muss Eloy aber ganz dringend los hier. Alles verbraucht. Hey! Maschine ist immer Schrott, Gott. Aber die Teile, die ich. Ja, die anderen Teile sind leider weggeflogen. Schade, schade. Nein, irgendwie habe ich das. Gott sei Dank, da ist doch noch einer.
auch Portugangbot. Also ich bin erstaunt, was hier nach dem Krieg noch so für viele Tiere, Maschinen übrig sind. Ja, ich weiß, ich bin in einer doofen Position. Der hüpfende. Hängt der da fest? Was macht er da? Ganz leicht buggy die Stelle, ja, ich glaube. Oder was? Ist das was für dein Nest? Das war so eine Art. Ich hätte mal gesagt, das war so eine Art Nest, oder? Wo der Kerl zu gegangen. Hey! Hey, Leute! Hau ihm mal so auf die Fresse, komm! Aber kann sie wieder nicht, das schafft sie wieder nicht. Dafür ist der Gnome leider zu stark. Und das schafft sie wieder nicht, die Imperna. Ich hab auch den falschen Bogen im Anschlag, das heißt, ich muss jetzt ganz dringend hier Heal holen. Das nehme ich mir. So, da. Den letzten hole ich mir noch und dann sehe ich zu, dass ich diese Mission hier für den in der Luft kann ich ihn nicht so gut packen, oder? Und ich habe ja noch diesen Superspeer, den könnte ich ja mal ausprobieren eigentlich, oder? Fällt mir da gerade ein, den habe ich ja noch nie benutzt. Guck mal, das was taucht, das Ding habe ich noch gar nicht benutzt bisher. Muss ich mal ausprobieren. Jetzt hört schon auf zu suchen. Ist ja angibt. Ja, hier komme ich nicht durch. Ich teste mal, wie weit ich da komme. Das reicht leider nicht weit genug, schade. Ich glaube, diese Sniper-Pfeile sind auf die Entfernung doch was an. Jetzt muss ich hier leider durch das blöde Zeug hier, was mir gerade auf den Sender geht. Ja, er hüpft weit, ist klar, er hüpft weg. Besten Headshots, also auch bei den Maschinen, Gott. Dummerweise hüpfen die hier immer in das giftige Zeug rein. Was? Da redet einer mit mir? Rebellen. Hat er mich jetzt gesehen? Yo! Ich habe jetzt gehofft, er hat mich nicht gesehen. Oder hat jetzt einen Rebellensoldaten gesehen? Ich weiß nicht. Die Maschine ist ein bisschen verwirrt, oder? Braucht mehr Munition.
Hä? Wir konnten uns keine verpassen. Komm, Leute, jetzt hau ihm auf die Fresse, ganz ehrlich. So, ich werde noch richtig aggro. Jetzt muss ich auch Pfeile erstellen, bevor es weitergeht. Halt. Gut, dass ich genug Holz gesammelt habe und genug gelootet habe. Ja, da habe ich nicht genug Gold. Also. So, sehe ich mal zu, dass ich hier den... Was ist das? Ist das der Durchgang, wo ich hier muss? Ne, immer noch nicht. Gut. Ach ja. Weil ich das rote Zeug laufe. Rotfuchs, ja, die Tiere sterben ja auch. Das ist ja... Auch da hinten sind diese, ist, glaube ich, diese Herde, zu der ich muss. So, ist hier jetzt der Rebellensoldat? Ne, ist kein Rebellensoldat. Nein, nein. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Da liegt der Rebellensoldat, oder? Lagerfeuer entdeckt. Ist ein Rebellensoldat, oder? Hält noch weiter, noch einer auf dem Tier, sehe ich doch im Augenwinkel. Ist hier noch. Mal kurz scannen. Mit Schockmunition ist die Maschine schnell erledigt. Schockmunition. Das war ein Headshot, mein Freund, du bist tot. Hier gibt's Ärger. Ey! Ich kriege sie. Hä? Das war gegen dein Gesicht, mein Freund. Das ging dir im Bauch rein. In ihren Kopf rein. Mir auch einen Kopf rein. Aber hier ist noch so eine doofe Nuss. Das geht auch in den Bauch rein. Das war eine denn hier? Hä, wieso kann die sich schon bewegen? Die doofe Nuss. Jetzt geht's einen auf die Russe, das sagt ihr. Jetzt werde ich aber wild hier. Ah, die Gift! Alte Nuss! Jetzt hau ich ja mal an den Rüssel los! Welcher Aggro hier! Ich werde ja leicht Aggro hier! Und tot bin ich auch gleich! Jetzt kann ich mich nicht heilen! Raus! Ach, warum muss Eloy da jetzt looten? Boah! Mal gucken wir jetzt an. Hoffentlich nicht von vorne. Ne, wo bin ich jetzt hier? Oh, Glück gehabt. Letzter Speicherstand. Mist, die ganze Maschine, die ich geschrottet habe. Ach, es ärgert mich jetzt. Eine Ruine der alten Welt. Ja, da brauche ich jetzt nicht was rein. Im Inneren ist. Ich muss diese Maschine blasen. Ist doch ärgerlich. Da sehe ich das Lagerfeuer. Und da werde ich vergiftet. Mist. Na, so ist das Spiel eben. Sehr ärgerlich ist das. Ganz ärgerlich. Jetzt habe ich ja die Maschine an der Backe hier, die ich gerade alle erledigt hatte. Die nehme ich mit. Aber ich verstehe das auch nicht. Warum fängt Eloy an zu looten, obwohl ich sage, soll sich heilen? Sie hatte ein oder zwei HP noch. Und dann fängt sie an, wahrscheinlich weil sie so ungünstig über dem Rebellen da stand. Jetzt habe ich natürlich auch keine Moon mehr, logisch. Muss so sein. Weil wenn man stirbt, hat man ja auch keine Moon. Normalerweise ist es so,
Wenn man respawnt, ist die Moon auch wieder da. Aber egal. Hier ist es halt nicht so. So, und jetzt. Jetzt kann ich unten auch nichts herstellen. Nee. Weil ich Maschinenteile, die ich nicht besitze. Toll. Also mein Loot ist weg. Und alles, was ich zum Reparieren brauche, also auch sehr doof. Egal. Muss ich mir merken, heißt immer schön Lagerfeuer suchen. Und zwischenspeichern, damit die Sachen nicht weg sind. Ja, sicher. Die Kackerbse sieht mich hier wieder. Mistviech. So, und da ich jetzt keine Sniper mehr habe. Ich brauche gleich. So, wieder ein HP. Ja, wieder ein HP. Super. So muss das. So, jetzt habe ich so ein komisches. Ja. Da ich jetzt keine Sniperbögen bauen kann. Das ist irgendwas nicht normal hier. Dem habe ich gerade. Dem habe ich ja gerade auf seinen Stachel geschossen. Ja, er hittet mich ja ganz volles Programm. Wahrscheinlich reicht das hier nicht. So, er versteckt sich auch schön im roten Zeug, wo ich nicht hin darf. So, Mist. Das war ein Headshot direkt in deine Lampe vorne, mein Freund. Nerven. Hatte ich sie alle besiegt, dann sterbe ich an so bekloppten Rebell, ganz ehrlich. Ich kann jetzt keine Sniper-Pfeile bauen, weil mir das Material dazu fehlt. Sehr toll. Begib dich zum Durchgang, ja. Ja, sicher. Jetzt verbrennt er mich wieder. Ah, die Keule langsam keine Lust mehr. Mitkommen sie jetzt. Super! Und ziehen ist ja praktisch schon möglich. Jetzt stecke ich auch noch in der Maschine fest. Ganz toll. Das war ein Headshot! Mann! Dann kommen die Pfeile nicht. Super. Habe ich quasi keine Chance. Kann ich mich eigentlich verpieseln und den Durchgang finden. Weil nicht, dass es normal passiert gleich. Aber wahrscheinlich brauche ich diese blöden Maschinen hier. Weil ich ja Loot brauche. Das ist ärgerlich. Damit halte ich durch. Ja, sein Kumpel kommt von der Seite. Klasse. Jetzt hau ich hier aber eins auf den Sack, du, ganz ehrlich, du Kackerbsen. Doofmutzviech. Aber dein Kumpel haut mich wieder. Ja, sein Kumpel hat mich wieder erwischt, du Mann, ey. Ja, sicher, jetzt bin ich hier nämlich. Das ist ärgerlich. Komm, jetzt aber hau ich dir den anderen Tag auch ab, mein Freund. So, dann muss ich aber ganz schön raus hier. Erstmal kurz raus hier aus dem grünen Zeug.
muss ich da ganz schön das heilende Zeug darüber nehmen. So. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt weiter looten? Oder soll ich mit dem dritten Knallkopf auch noch aufnehmen? Ich glaube, den mache ich auch noch fertig jetzt. Jetzt werde ich gerade aggro. Ganz ehrlich, ich muss ja eh die Richtung. Himmelsstrauch. Das werde ich brauchen. Jetzt muss ich immer noch schnell zu den Schrottteilen. Wo sind die hin? Ich bin ja nicht. So, das ging ein bisschen schneller. Ist klar. Dann habe ich die Supermaschine erledigt. Dann habe ich doch einen Gräber hier am Start. Der wird jetzt die Ohren hier noch. Und mein Mann, ey. Wo kommen die jetzt her plötzlich? Kann ich nämlich einen tunken? Jetzt, aber jetzt reicht es mir langsam, wenn ich euch... Ich würde jetzt gerne meine Mission weiterspielen. Da muss ich schon genug kämpfen. Oh, da hinten sind wieder die Viecher. So. Jetzt werde ich erstmal versuchen, schnell Pfeile zu bauen. Ne. Erstmal normale Pfeile, so. Da habe ich jetzt Maschinenmutter endlich gefunden. Habe ich genug, Gott. So, was mich jetzt wundert, ich habe doch hier gerade zwei von diesen Himmels. Das gebe ich später einem Koch. Na, mach das, gib das dem Koch. So, ich bin verwirrt. Also, ich muss in die Richtung. Ich habe doch hier vorher zwei von den Erbsen erledigt. So, was ist das? Neuer Datenpunkt. Datenterminal. Mein Vater war der JTF-10 und hat immer erzählt, dass Notrationen ausnahmslos nach Sägespänen oder Spucke schmecken. Aber selbst er musste nie diesen dehydrierten, nicht identifizierbaren In-vitro-Matsch essen, der in unseren Rationen ist. Oder Brokkoli-Stückchen, die wie Popel aussehen und schmecken. Ich bin erschöpft durch Nestelend und habe die Hälfte meines Trupps verloren. Aber ich schwöre, ich denke weniger an das Ende der Welt als an die panierten Bioschnitzel, die meine Mutter für mich gemacht hat, als ich 11 Jahre alt war. Aha. So, tut mir leid, Füchslein. Ich musste... Ach, hier sind die Maschinen. Nee. Nee. Ich muss nochmal scannen. Ich habe doch gerade zwei fette Maschinen erledigt. Als ich ins Gebüsch gespawnt bin. Oder so weggespawnt bin. So, wo sind jetzt die Maschinen? Da drüben, oder? Gehst du weg? Nee. Das war doch hier. Warum? Was geht? So. Warum finde ich diese Maschinen jetzt nicht? Ich bin noch gar nicht so weit gelaufen. Müssen doch hier liegen, die Teile. So, das ist. Bin ich denn hier rüber? Bin ich hier rüber gehüpft? Schock könnte viel Schaden verursachen. Ach, da ist mein Schrott. Bin ich gar nicht gemerkt, dass ich übers Wasser bin. Komisch. Hm. Na gut. Schrottplünderer. Das heißt, das ist sowas wie ein Aasgeier oder sowas. Ja, sicher, er tut mir wieder eine. Und im Wasser ist er auch noch stärker als ich. Und ist auch eine verkackte Maschine. Und da kommt sein Kumpel. Und ich bin tot. Nein. So, jetzt bist du tot. Und das ist er.
Also das Wichtige ist Plasmazelle. Ist aber nicht das, sind aber nicht die Maschinen, die ich vorher getötet habe. Ich gehe jetzt erstmal zum Lagerfeuer, bevor das hier noch eskaliert. Lagerfeuer war die Anrichtung. Besser ist das. Weil mein Problem ist. Um zum Lagerfeuer zu kommen, muss ich aber. Oh ja! Um zum Lagerfeuer zu kommen, muss ich ja wahrscheinlich wieder an den Esslagerfeuer. An den Rebellen vorbei, die mir dann gerade wieder auf den Draht gehen. So, hier ist das Lagerfeuer. Ich gehe immer zum Lagerfeuer, bevor ich weitermache. Ich habe ja doch jetzt. Oh, die Leute. Hallo? Zum Lagerfeuer, bevor noch was passiert. Da ich nicht kämpfe, kann ich auch speichern. Perfekt. So, da ist auf jeden Fall der Durchgang. Und ich töte dich auch. So, kaputt. Denn ich brauche ja mehr größere Beutel für mehr Munition und mehr Heal. Wobei es natürlich viel wichtiger ist, dass meine Ausrüstung besser wird. So, ich höre schon wieder was erzählen. Das kann ich wieder nicht nehmen, weil die Maschine drin ist. Gott. So, begib dich zum Durchgang. Weil ich es immer noch schade finde, dass ich meine beiden. Himmelsstürmer noch nicht gefunden habe. Die ich vorher erledigt habe, aber gut, die sind ja auf der Map markiert. Vielleicht komme ich dann auch nochmal vorbei. Da wieder eine Menge Schrottteile, wieder ein Stein hier. Viel ist wichtig, Bodenstängel. Nehme ich gern mit. So, bitte einmal auffüllen. Und das finde ich auch kurios. Eloy hat gerade alles im Rucksack gesteckt, obwohl ich noch hier gebrauchen konnte. Ich habe es ja sozusagen hier in meiner, ich nenne es mal Verbandstasche. Habe ich ja 12-mal Heal. Was ist das hier? Oh, wieder Maschinen. Sind das die Maschinen, die ich suche endlich? Ne, popelige Stürmer sind das wieder. Aber da muss ich gar nicht hin, oder? Doch das Geweih nicht. So, das ist der erste schon mal platt. Gut. Die anderen hauen ab. Sehr gut. Dann kann ich die erstmal looten. Denn aus Stürmermaterial kann man ja, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, gutes Waffenzubehör bauen. Besser.
So, die Spuren sind nämlich wichtig für mich. Ja. Das heißt, jetzt kommt wahrscheinlich gleich noch ein Lagerfeuer. Da werde ich dann einmal speichern. Und dann gucke ich mal, ob ich noch Spulen in meine Ausrüstung einbauen kann. Das sieht aus wie ein alter Panzer, hätte ich bald gesagt, oder? Das muss der Durchgang sein, der in Larens Vertrag steht. Nicht identifizierbares Signal, interessant. Oh, Steine will ich ja gar nicht. So. Schieße auf Pallen. Ach so, dann. Ja, wahrscheinlich spawnen jetzt gleich die Gegner aus allen Ecken. Panzerwanderer benutzen oft diesen Durchgang. Und Larent will ihre Panzerung. Ich muss in seinem Lager nur auf sie warten. Sollte ich erst ein paar Fallen auf den Weg stellen, um die Herde zu überrumpeln. So, Fallen. Ich sollte mich ausruhen, auf die Herde warten. So, da habe ich jetzt nee. Jetzt hat sich Stromfall ja gar nicht richtig gebaut, die Nuss. Was ist das denn? Normalerweise schieße ich doch in die eine Richtung. Muss ich nochmal ausprobieren, so nochmal, Moment. Das ist ein Tier. Ich muss noch weiterlaufen, ja, oder ich hüpfe mal sicherheitshalber hoch. Nicht, dass die mich hier im Low Ground überraschen, die Mistviecher. Sie sagt ja auch, sie will sich ausruhen. Das ist da oben. Ne, da oben. Das da oben ist kein Ausruhlager, sondern ich vermute, das ist ein. Das gebe ich einem Färber. Ich glaube, das hier oben ist ein. Was ist denn das hier oben? Ich bin anscheinend bei der Funkbarke, die mein Fokus entdeckt hat. Mein Fokus empfängt eine Art Funkbarke. Ruhe ich im Lager aus. Muckert Rebellen Außenposten. Wer ist das? Donnerkiefer-Areal. Da unten ist mein Lager. Guck ich mal, was das hier ist. Ah, da komme ich wahrscheinlich. Tür. Ich sollte sie aufstemmen können. Guck mal, was das für eine Funkbarke ist. Ich weiß das jetzt gar nicht. Kann ich hier irgendwas sammeln? Flugschreiber. Hier ist Flugzeug 95 Yankee. Wir wechseln zur neuen Position und werden. Da unten! Im Meer! Kann nicht sein! Laut Prognosen sind sie 200 Meilen entfernt! Aber jetzt sind sie hier! Schnell! Bring uns in die Nähe! Wir müssen. Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort. So ein großes und haben den Preis dafür bezahlt. Großes Flugzeug also? Sie wollten überleben. Als Pharaohs Maschinen alles Leben vernichteten. All diese Leute starben. Wegen eines Egos. Da sendet noch eine Funkbarke auf derselben Frequenz. Wo? Sehe ich nicht. Ja, ist eine Quest wieder, eine Nebenquest. Gut. Kümmere ich mich später drum. Jetzt gehe ich erstmal hier. Soll mich am Lager ausruhen. Ist das diese komische Herde? Ich sollte was anderes als Schockmunition nehmen. Kann ich die denn? Das sind die Sprungschläger. Jetzt erzählen die mir nicht. Aber die kenne ich doch schon. Seppelviech. Plünderer.
Gut. Dann ruhe ich mich jetzt erstmal im Lager lauten aus. Ich müsste ja tierisch unten leiten können, oder? Das klappt ja ganz gut. So, da vorne ist das Lager. Gut. 23 Meter. Ich habe doch gar nicht gesehen, dass ich da irgendwo schlafen kann. Das ist das Lager hier. Ach, da oben. Deshalb auch das Feuerchen. Gott. Ich glaube, ich mache erstmal Speicherstand. Gott. Dann. Ne, ich will jetzt erstmal looten, bevor ich schlafen gehe. Ja, wobei, mir rennt die Zeit davon. Ist schon wieder spät abends. Ich würde sagen, ich lege mich jetzt hier erstmal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hin. Und mache eine Pause. Und dann spiele ich ja morgen weiter. So. Panzerwanderer benutzen oft diesen Durchgang. Und Larenz will ihre Panzerung. Ich muss in seinem Lager nur auf sie warten. Vielleicht sollte ich erst ein paar Fallen auf dem Weg stellen, um die Herde zu überrumpeln. So, ich habe jetzt persönlich eine Pause gemacht, eine längere. Eloy ist sozusagen da, wo ich aufgehört habe. Perfekt. Das heißt, die Idee, die Eloy mir gerade hier gegeben hat... Ich sollte mich ausruhen. Auf die Herde warten. Mit, wie heißt es hier? Mit dem Aufbau von Fallen. Das gar nicht so schlecht. Ich gehe mal davon aus, dass die Viecher von hier kommen. Die Frage ist, wie viel da kommen. Das hier sieht für mich so aus wie... Moment. Halt. Wie Strukturen, die ich zerstören kann. Das Serpentier. Ach, normales Tier zum Jagen. Oh, den Bogen brauche ich nicht. Brauche ich einen normalen Bogen. So, Kill nehme ich jetzt mal mit. Denn ich muss ja noch dringend meine ganzen Lederbeutel und Täschchen aufrüsten. Dass ich mehr Munition etc. mitnehmen kann. So, hier ist irgendwas aus Metall. Ein alter Panzer, würde ich sagen, ist das. Ja, muss ich das so machen? Also ich vermute, hiermit kann ich Maschinen vernichten. Das heißt, wenn das eine große Herde ist, ich weiß ja nicht, wie viele kommen. Sagen wir mal 3 oder 4, vielleicht auch mehr, ich weiß nicht, ob es nur 1, obwohl es hieß ja Herde. Jetzt habe ich die Hauptquest, sehe ich gerade wieder hier an, will ich doch gar nicht. Aber ich vermute, die ist nur angegangen, Quest deaktivieren. Weil ich Leute verträge. Das will ich doch. So. Weil ich hier hinten hingelaufen bin. Nehme ich mal an. Oder ich gerade das Lager wieder verlassen habe. Ich weiß es nicht. So. Dann würde ich mal vorschlagen. Probiere ich das jetzt nochmal. Gestern hat es ja nicht so gut geklappt. Also normalerweise schießt man ja in die eine Ecke. Zieht dann die Strippe rüber und schießt in die andere Ecke. So, jetzt ist da eine Falle. Und eventuell... Wo habe ich denn noch normale Fallen? Eventuell sollte ich hier vielleicht noch mitten auf dem Weg... Kommt ja auch an, wie viele Viecher da kommen. Vielleicht noch eine Falle hinbauen. Ich teste es mal. Aussehe jetzt das dahin. Sprengpaste ändern. Komm, hinbauen. Ein einfacher Fall, die bei Kontakt wird, verursacht 52 Sprengschaden. Ablegen. Soll es jetzt mal hinbauen. Komm. Baust du das jetzt dahin? Ach, die muss ich erstmal aufnehmen. Haha. Moment, wieso? Ich habe da Fallen gehabt, verstehe ich nicht. Hey, Leute, was ist hier los? Erstmal ausrüsten. So. Ne, das ist. Hallo? Ich will kein Bitterbräu.
würde gerne da die Falle hin platzieren. So, jetzt habe ich erstmal die Falle. Und jetzt müsste es hier doch eigentlich hier hinbauen können, indem ich hier einfach drücke, oder? Aber Eloy baut nicht die Nuss. Das hatte ich ja letztens schon. Ne, sie baut nicht. Sie baut die Falle nicht. Das hatte ich letztens ja schon. Oder kann sie hier auf diesen Stein keine Falle bauen? Verstehe ich nicht. So, das ist mein Essen. Mein Reittier kann ich rufen. Rauchbombe. Schnellreisepaket. Hier kann ich noch irgendwas hinbauen für meine Jägerausrüstung. Gesundheitstrank, Stein, Eintopf, Sprengfalle. So. Habe ich genug von. Kriegt sie aber nicht hin. Wenn ich ändern sage, das will ich aber gar nicht. Ich will ja diese Falle dahin bauen. Ablegen. So. Und jetzt muss sie die Falle dahin bauen. Das verstehe ich nicht. Oder das buggt. Moment. Oder kann ich hier nur ins Gebüsch bauen? Weil die letzten Fallen, die konnte ich ja irgendwie auch nur ins Gebüsch bauen. Aber jetzt. Also kann ich nur ins Gebüsch bauen fallen. Ist ja interessant. Dann war das also immer mein Fehler. Gott. So. Sollte die mal hier im Bauen, die fallen. So, zack. Dann gehe ich mir jetzt mal wirklich entspannen, so wie das vorgeschlagen hat, aber vorher speichere ich. So, und jetzt gehe ich mich ausruhen. Ich gehe davon aus. Ich weiß natürlich nicht. Jetzt kann ich mich ja nicht ausruhen. Ach nee, da ist das Bett. Gott. Wie lange das dauert mit dem Ausruhen. Aber wahrscheinlich ist das in einer Minute. Nee, paar Sekunden erledige ich noch besser. Der Konvoi. Er ist hier. Wo? Wo ist er? Wo ist er? Nee, bleib hier, Schnucki. Und wo kommen die vier? Ach, da sind zwei Fallen. Das heißt, ich könnte da was runterschießen und da. Da verstecke ich mich erstmal im Gebüsch. Scout ich mal. Oh, da kommt was. Laut Larens Vertrag haben sie Fallen entlang des Durchgangs gestellt. Die kann ich benutzen. Das sind aber nicht die Maschinensteine, das ist Steinhaufen. Ein bisschen Hilfe schadet nie. Kann ich gar nicht markieren, die Maschine ist zu weit. Da sind aber noch andere Tiere dabei, oder? So, mal gucken, ob die jetzt in meine Falle reintapseln. Aber es ist ja leider nicht das Tier, was ich töten soll. So, bloß der hat die Falle jetzt hier in der Knallerbsenkopf hier. Hier dahinter ist das, glaube ich, das Viech, was ich... Das muss ich, glaube ich, töten, oder? Nein, zu spät. Maschinenkill. Und er hier ist beschädigt. Kann ich das hinwegschießen? Oh. Ich jetzt ein Hinterteil verloren. Ich glaube, das ist auch das, was ich gebraucht habe. Oh, oh. Party. Das ist genau das, was ich gebraucht habe, dieses Hinterteil. Wahrscheinlich die Hände wegschießen, ja. Oder ich brauche das Schild, das weiß ich nicht. Ich glaube, der Schutz hier oben ist ganz gut. Fertig? Sehr gut. Ich sollte alles plündern und die Panzerung Larens Crew überlassen. Kommt jetzt noch mehr? Nee. Aber das ging ja schneller als gedacht. Hätte ich nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann hätte ich das gestern Abend auch noch weiter spielen können. Ich bin davon ausgegangen, dass jetzt eine riesen Herde kommt. Reiche Beute für mich. Aber das hier nur, ich sag mal, ein Gräber. So. Guck mal, ob ich hier diesen. Ja, was ist das? Rucksack. Kanister plündern kann. Ach, das ist so eine Kiste, die er mitträgt. So. Jetzt muss ich zu meinem Freund zurück. Und dann hoffe ich mal, dass ich damit seinen Vertrag erfüllt habe. Weil dann müsste ich ja theoretisch als nächstes auch den Vertrag seines Chefs erfüllen. Erstmal ein bisschen was bauen. Besser ist das. Wer weiß, wie viel ich jetzt noch kämpfen muss. Ne, Moment. Sollte ich vielleicht mal zum Feuer vorgehen? Oh, ne. Ich riskiere es.
600 Schritte. Ich hoffe jetzt nicht, dass noch mehr von diesem Panzerwand rankommen. Obwohl Aloy hat ja vorher gesagt, die kommen immer nur... Ja, nachts ist nicht mehr, aber die kommen ja immer nur einmal. So. Gespannt, was ich mit dieser Beute anpacken kann, ob ich damit wirklich meine Waffen super aufrüsten kann. So, wo war er nochmal? Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder durch das Gebiet von den Viechern, wo ich erst gestern in Weltmeister gekämpft habe, wollte ich sagen. Nicht gekämpft. Steine will ich nicht. So, kill. Ich glaube jetzt mal hier durch. Ich glaube, wenn ich wieder oben rumlaufe, dann habe ich wieder hier diese Flattermänner. Ne, da sind sie schon wieder. Ich kotz. Das sind diese unangenehmen Tiere hier. Nicht Tiere, Maschinen. Ah, Plünderer. Das geht ja noch. Plünderer. Wobei die mir letztens auch auf den Sender gegangen sind. Plasma ist gegen diese Maschine verschwendet. Plasma? Ich will kein Plasma. Wieso Plasma? Schießt jetzt einen Hinterteil ab. So, tot. Jetzt kommt sein Kollege gleich wieder, gibt noch einen Sender, oder? Echte Ziege. Plünderer durchsuchen, so. Komm. Hat sich ja sogar gelohnt. Gibt ein paar XP. Nächster Aufstieg ist nicht weit. Ungenutzte Spuren mache ich aber erst später. Kann ich meine Waffen wieder ein bisschen aufrüsten. Ich hoffe nicht, dass jetzt noch mehr volle Viecher kommen. Aber ist natürlich möglich, weil ich hier ja alles abgelootet und getötet habe. Dass jetzt nicht mehr so viel kommt. So, Füchslein, komm her. Das habe ich auch nicht so ganz rausgefunden, welche Tiere wirklich viel Zubehör für Ausrüstung geben. So, einmal speichern, besser ist das, glaube ich. So, zack, besser ist das. Lieber einmal zu viel schnell gespeichert. Ist Aloy verletzt? Was macht's? Ach, die ist verletzt! Och, ist ja jetzt erst. Na komm. Sie ist verletzt. Habe ich viel zu spät gesehen. Deshalb ist sie auch gerade zu... Ja, da oben sind die Maschinen schon wieder, die ich letztens erst alle erledigt habe, oder? Ich sollte meine Plasma-Munition sparen. Und was anderes benutzen. Ich will keine Plasma-Munition haben. Ich will jetzt auch eigentlich gerade nicht mehr kämpfen. Aber ich vermute, ich muss da wieder hin. Denn ich gehe davon aus, dass es jetzt mit Rückkehr zu Laren nicht erledigt ist. Gehe ich mal stark davon aus. So, hier komm ich ja leider nicht rein, beziehungsweise komme ich rein, aber mir fehlt ja noch die Ausrüstung, um dieses... Ja, wenn ich jetzt reingehe... Ich war ja schon mal ganz kurz drin, danach bin ich ja leider gestorben. Wenn ich jetzt reingehe, ist ja hier dieses komische rote Zeug an der Wand. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Ein Langhals. Wenn ich den überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Zinnoberlanghals. Aber irgendwo war so rote Paste an der Wand und dann hat Aloy gesagt, damit könnte sie noch nichts anfangen.
Langhals, wo ist ein Langhals? Okay, mal sehen, was wir hier finden können. Ist das der Langhals? Wo ist ein Langhals? Da sagte sie nämlich, sie kann damit noch nichts anfangen, da sie das noch nicht öffnet. Wo ist jetzt der Langhals? Hä? Oder hat sie das mit Langhals gemeint? Aber das lebt doch gar nicht mehr, das Tier hier. Was hat sie mit Langhals gemeint? Das ist doch hier ja, mein Freund, der olle Gräber. Gut, Langhals kann ich mir auch später umkümmern, aber da wurde ja eine Quest angezeigt für. Ich gehe jetzt erstmal zu Laren zurück. Besser ist das so. Ach, hier war das, stimmt. Hier bin ich reingekrochen gewesen. So. Dann konnte ich hier hinten was lesen. Oder war das hier? Ich weiß nicht mehr. Nein, Moment. Kann ich mich nicht bücken? Stimmt. So, und dann kann ich... Hier kam ich noch runter. So, und dann musste ich hinterher gleich kämpfen. Und hier ist das rote Zeug, was ich nicht von der Wand kratzen kann, oder? Tja, solange ich nicht an den roten Kristallen vorbeikomme, ja, kann ich nicht viel tun. Und da brauche ich, wie gesagt, Spezialausrüstung, die ich nicht besitze. So, Bürgerchen, bist dran. Und dann war ich hier und da sind hier diese... Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Diese Flugvögel auf mich zugekommen, musste ich kämpfen, bin ja leider gestorben. Also an den Tieren an sich oder an den Maschinen bin ich nicht gestorben. Sondern an Rebellen, die mir plötzlich auf den Sack gegangen sind. Was haben wir hier? Ich könnte Schockmunition benutzen. Na, brauche ich nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier zur Laren, mal gucken, was passiert. Und dann schaue ich mal, was ich da noch machen kann. Denn es ist jetzt schon wieder spät abends. Hauptsache, der Kerl ist jetzt da und ich muss mich noch kämpfen. Also wir haben, um genau zu sein, Ostersonntag. Jägerin, du bist zurück. Halt. Der Tag war lang. So, mal gucken. Ich habe den Panzerwanderer erledigt. Wanda, Rendur, es gibt Arbeit. Und hier ist dein Lohn, vertragsgemäß. Damit kann ich eine großartige Rüstung bauen. Aber? Tja, ich glaube, die Rüstung aus diesen Bauteilen wird gut. Aber mit ein paar Änderungen könnte sie noch viel besser werden, wenn du noch ein paar Verträge mit mir abschließen würdest. Was meinst du? Vertrag? Was brauchst du sonst noch für die Rüstung? Alarmantennen. Stark, biegsam. Damit könnte ich die Rüstung flexibler machen. Wir haben schon eine Wühlerherde ausgewählt. Ich lese mir den Vertrag durch. Mal sehen, was ich tun kann. Dann viel Glück. Wir sind so am Start hier. Erzähl mir mehr von diesen Verträgen. Also folgendes. Plündererkiefer sind stark. Ich könnte die Rüstung damit verbessern. Wir haben hier in der Nähe ein paar gesehen. Wären perfekt geeignet. Ich kann mir den Vertrag ja mal ansehen. Fantastisch. Aber Plünderkiefer habe ich doch gerade zerlegt, mein Freund. Ein Schnellreisepaket könnte ich noch eins gebrauchen, oder? Was kostet mich das denn? 25 Scherben, komm, nehme ich mal zwei mit. Man weiß nie, wozu man sie braucht. Von Lagerfeuer zu Lagerfeuer kann ich ja eigentlich immer ganz normal reisen. Werkzeuge, Rohstoffe brauche ich nicht, Löschwasser brauche ich auch nicht. Sehr schön. So, Alarmantenne und Datenpunkt. Habe ich denn wieder einen Datenpunkt entdeckt? Hier? Da war ich doch schon an seinem Datenpunkt hier, oder? Mann, hier unten war, hier war der Datenpunkt doch mal größer. Alarmantennen. Ne, jetzt will ich Eclipse. Moment, Plünderer, Questmenü. Weil hier zu seinen Füßen lag ja, als ich das erste Mal gekommen bin, so ein Alarmpunkt. Ich würde sagen, Schatten im Westen, den schalte ich mal wieder aus, damit er mich nicht nervt. Oder? Ne, das sind die Eclipse. Ich glaube, mich interessiert ja eher hier der Beutevertrag. Es gibt das. 2000 EP, eine Spule Feuer mit Metallscherben.
Plünderer. Begib dich zur Stürmerposition. Rede mit dem Anführer der Plünderer. Habe ich gemacht. Bei dem Wühler war ich. Ja, wahrscheinlich hätte ich die Wühler vorher nicht töten dürfen. Hätte ich erst zu ihm gehen müssen, dann zurück zu den Wühlern. Egal, die spawnen ja nach. Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Alarmantennen. Je nachdem, wie schnell das geht, dann auch noch um die Plünderer. Und dann zum Schluss. Ah ne, da muss ich. Das geht automatisch. Sobald ich dann Larens Verträge erfüllt habe, Plünderer und Alarmantennen. Und das weitere Beute-Unternehmerlager gefunden habe, dann habe ich das auch erledigt. Gut, dann nehme ich jetzt mal die Alarmantennen an. Guck mir noch schnell noch mal einen Punkt habe ich noch zu bieten. Hier haben wir 6, 7, 8, da haben wir schon 8, 3, Maschinenmeisterin. Was gibt es da noch, Schäns? Zu wenig Punkte. Überbrückt die Maschine, verfügen wir mehr Gesundheit, ist auch nicht verkehrt. Schwere Waffen besitze ich noch nicht. Ich glaube, ich brauche sowas zum Kämpfen, oder? Was ist das hier? Nicht genug Punkte, brauche ich 3. Ja, da fehlen mir noch die Knubbel hier unten. Was ist das, Schäns? Ausgerüstet Mutstoß, Mut bei Aufprall. Ist das Mutstoß hier nochmal? Stelle Waffenausdauer schneller wieder her. Und hier Elemente. Geschickte Plünderin steckt. Erhalte mehr und bessere Rohstoffe, wenn du Fallen und Stolperträger zerlegst. Stelle Werkzeugträger schneller her. Gut, dann kann ich mich sozusagen schneller bücken und das schneller herstellen. Was haben wir hier? Puh, das habe ich schon alle ausgerüstet. Das da unten geht noch nicht. Und springe vom Feind weg, um dich schnell neu zu positionieren. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, oder? Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Kostet mich ein Pünktchen. Ist aber eine wilde Tastenkombination. Ja, doch, R1, R2, das geht. Kann man gleichzeitig drücken. Ja, das geht. Gut, jetzt will ich noch... Ich habe ja noch mehr Spulen. Welche Spule habe ich? Die habe ich neu gekriegt. Klebstoff. Klebemunition. Plasmaverteidigung. Ach, deshalb hat sie vorher gesagt, ich sollte meine Plasmamunition sparen. Rohstoffe. Ist das Bronzebarren? Plünderer da. Schade, dass mir nicht angezeigt wird, was. Panzerbanner da. Ah, der hat natürlich ordentlich was gebracht. Munitionsrohstoffe. Spezialausrüstung. Flugschreiber, niemals lange. Flugschreiber, der aus dem alten Wrack geborgen wurde, enthält Fragment eines Cockpit-Sprachprotokolls. Gott. Nicht wundert. Hier könnte ich eine Spule Feuerjägerbogen. Niederschmetternder Scharfschutzbogen. Wo ist denn mein neuer? Ich habe doch einen neuen Bogen. Wo ist er denn? Ne, diesen super Feuerjäger. Ne, wo ist dieser starke Jäger? Wo ist der hier? Da ist die Spule noch gesperrt. Den habe ich momentan am... Den habe ich, glaube ich, ausgerüstet hier, oder? Moment. Ach nee, den habe ich noch nicht ausgerüstet, weil der mir nicht stark genug war. So war das. Ja, der ist stärker. Jetzt habe ich hier eine Spule mehr. Dann nehmen wir die doch mal. Das gehört doch zu dem Jägerbogen. Zumindest das. Säureschadenaufbau. Stoßschaden. Ja, das ist vielleicht nicht verkehrt, die Spule da einzubauen. Da ist die Spule gesperrt, da habe ich eine Spule drin. Da könnte ich noch eine Spule rein dödeln. Feuer. Erhöht Feuerschaden. Säure. Überspannschaden. Überspannen mit der Waffe. Boah, das heißt, wenn ich sie besonders lange ziehe. Nee, komm. Nehmen wir das da mal rein. Die Spule ist gesperrt. Hier habe ich auch eine Spule zum Bearbeiten. Habe ich aber bisher selten benutzt. Diesen Prototyp Stachel, was kann er? Erhöht den Schaden gegen zu Boden gebrachte Gegner. Erhöht den Stoßschaden. Erhöht den verursachten Schaden. Wenn überspannen, dann komm, dann nehmen wir doch. Ich meine, der Speer macht ja auch Sinn, den zu benutzen, wenn ein Gegner am Boden liegt. Die Spulen sind... Und da habe ich noch eine Spule frei. Das ist der normale Jäger. Aber die ist gerade ausgerüstet. Hä? Habe ich nicht speichern gedrückt. Der Säureschaden hier 45, 7% Säureschaden.
Selten 9, 45, 29. Ich glaube, das ist am besten, ja, oder? 28, 10, 48. Komm, nehmen wir noch die Spur nochmal durchgucken. Dann habe ich Feuer. Hier noch nichts. Niedergestreckt. Säure. Nichts freigeschaltet. Und logischerweise Strom. Schockstolperfalle. Eine andere Spule macht ja auch keinen Sinn, behaupte ich mal, reinzubauen, oder? Nee, das macht keinen Sinn. Gut, das lassen wir. Da bin ich durch. Quests habe ich. Notizbuch. Flugschreiber. Das war das, was ich oben an meinem Lager, wo ich mich vorher schlafen legen musste, gefunden habe. Jetzt sagt er mir Datenpunkt. Er hat ja vorher auch gesagt, neuen Datenpunkt gefunden, aber ich habe die alle gelesen, die ich bisher gefunden habe. Welche ist denn für ihn neu gucken? Ach, das ist für ihn ein... Ne, Beuteverträge. Das ist für ihn ein... Also gut. Und dann habe ich da auch noch Maschinenkatalog. Gräber hatte ich doch schon. Sprungschläger ist, glaube ich, neu. Plünderer. Kurios. Der ist neu auf jeden Fall. Panzerwanderer. Sieht aus wie so ein großer Krebs. Aber die vielen Maschinen, die es hier gibt. Wahnsinn. Himmelsgleiter. Gräber, Wühler, Schläger, Plünderer, Stürmer. Na, dann habe ich noch einiges vor mir. Jetzt meckert er. Achso, Notizbuch Tutorials. Da ist natürlich noch alles hier. So, Quests. Jetzt haben wir dort noch Reliktruinen, Niemandsland. Ja, kann ich leider nicht abbauen, das Material. Gut, ich kann die Ruine natürlich erkunden, aber Aloy kommt ja leider nicht weiter, weil sie ja sagt, sie. Die Nova-Sande. Aber wo der lange? Das habe ich vorhin nicht gesehen. Gebe ich zum lange. Ja, das kann ich später noch machen. Dort ist noch was zu trinken. Flugschrei, Sammelobjekte. Antala möchte die Aufnahme der gefallenen Soldaten aufbauen, die in den Ruinen der Flugmaschinen gefunden wurde. Vielleicht können noch mehr in der Nähe anderer Flugzeuge gefunden. Aha. Relikte aus den Ruinen. Aloy hat beim Erkunden der alten Ruinen müssen wir das Relikt gefunden, wo er kommt. Und das gibt es da draußen noch mehr davon. Gut. Das habe ich ganz am Anfang meiner Mission gefunden. Ich würde sagen, ich speichere jetzt nochmal. Ich glaube, 1000 Schritte kann ich zu Fuß gehen. Dann kann ich das hier ein bisschen noch erkunden. Sag aber vorher danke fürs Zusehen, tschüss, bis zur nächsten Folge und dann geht's hier genau an dieser Stelle weiter und ich kümmere mich um die Alarmantennen.